Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. In diesem Guide-Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den neuen Exo-Raketenwerfer Todbringer bekommt. Ich hätte das Video gern gestern schon hochgeladen, aber ich war leider schon so kaputt und so müde und die Kleine, ja, ihr kennt es selber, denke ich mal. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, ich kann euch damit dem Video um diese Uhrzeit auch noch helfen. Also, ihr müsst auf jeden Fall die Story-Mission abschließen, um bei Eris Morn die Beutezüge abholen zu können. Wie zum Beispiel Erinnerung an Seimota und Mondhöhlenforschung. Diese zwei Beutezüge braucht ihr, um in den Exo-Raketenwerfer hineinzutauchen. Wenn ihr euch diese zwei Beutezüge natürlich dann geholt habt, dann dürft ihr natürlich mit Mondhöhlenforschung als erstes beginnen. Und da heißt es, dass ihr die K1 verlorenen Sektoren abschließen müsst. Das sind die unteren drei. Die schließt ihr auf jeden Fall ab und somit habt ihr dann Mondhöhlenforschung abgeschlossen. So, jetzt habt ihr eure Firewall-Datenfragment bekommen. Jetzt müsst ihr noch in den letzten verlorenen Sektor und der befindet sich im Hafen der Sorgen. Und den müsst ihr dann einfach noch einmal abschließen und habt dann somit Erinnerung an Seimota dann auch abgeschlossen. Wenn ihr dann den Ogre hier besiegt habt, springt ihr einfach oben rein und dort befindet sich dann eine weitere Tür. Die öffnet ihr dann eben mit dieser Firewall. Da ist noch ein kleiner Hase. Kann man mit Reiskuchen füttern, wer es noch nicht weiß. So, und dann bekommt ihr eben Seimotas kaputte Halskette. Und damit geht's dann auch schon weiter. Ihr müsst Halskettenteile sammeln und die bekommt ihr, wenn ihr in den Hafen oben rauf geht und dort sind eben immer wieder auf diesen Platten diese Oger und die kleinen Akolyten. Die müsst ihr mit Akkusfähigkeiten töten, das heißt mit Schultercharge oder mit Granaten oder eben mit eurer Superfähigkeit. Der Oger gibt eben 3 Halskettenteile und die Akolyten geben 2 Halskettenteile. Wenn ihr die 20 dann habt, müsst ihr zu Eris Morn wieder, aber sie steht nicht dort, also müsst ihr in dieses Portal. Und dort steht sie eben an ihrem schönen Balkon und genießt die Aussicht. Neben ihr steht dann eine Kiste, die könnt ihr öffnen und erhaltet euren nächsten Questschild. Natürlich, ich habe noch eine MP dazu bekommen. Ach, sehr schön. Ja, ihr müsst natürlich Todessymphonie abschließen, diese Mission. Die befindet sich unterirdisch, ja. Also nicht oben alles abgucken, sondern unterirdisch schauen, ja. Beim Wildenschlund könnt ihr da unten rein. Dann müsst ihr die Mission abschließen und bekommt dann verderbtes Wiegenlied. So, das heißt, ihr müsst diese schweren Knochen, Ritualknochen und die Marke vom Knochensammler holen. Dann müsst ihr in den verlorenen Sektor K1 Offenbarung, der befindet sich oben wieder im Hafen. Dann bekommt ihr einen Ritualknochen. Dann müsst ihr, wie gesagt, diesen Sammler suchen. Der befindet sich eben hier. Anker des Lichts. Und dort findet ihr eben diesen Akolyten mit einer gelben Lebensleiste. Und dort bekommt ihr das nächste Teil. Dann müsst ihr Höllenschlund. Dort müsst ihr abwarten, bis das öffentliche Event kommt. Und das schließt ihr dann auch ab.
Wenn ihr dann alle drei habt, dann geht's zum nächsten Questschritt. Und das heißt, ihr müsst einmal den Strike abschließen. Aber in diesem Strike müsst ihr zwei Hexen töten. Ihr müsst bei dem vorletzten Abteil die zusätzliche Hexe töten. Sie hat eine gelbe Lebensleiste. Da ist sie. Die müsst ihr mit töten. Ja? Sehr wichtig. Um die Hexe geht es nämlich. Also wie gesagt, vorletzter Stock bei dem Aufzug, da ist die Hexe. So, dann geht es eben um die Schreie von Bossen, von Minibossen, von kleinen Gegnern. Ihr müsst sie einfach töten und dann hört ihr sie schon richtig schreien. Und die Schreie braucht ihr. Ja, die könnt ihr überall machen. Ja, auf dem Mond zählt aber mehr. Ja, also auf dem Mond alles machen, sei es verlorene Sektoren oder sei es auf dem Hafen eben diese Ogre-Akolyten-Kombination. Überall. Ja, zieht sich ein bisschen hin, aber mein Gott. So. Und dann kommen wir zur letzten Mission. Ja, das heißt, einfach zur Mission wieder. Unterirdisch rein ist die Mission wieder. Und ja, dann geht ihr hier zu Toland und dann macht ihr alles Schritt für Schritt. Ja, die Gegner dürft ihr nicht vergessen, sind auf 920. Aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. Arbeitet euch nach vorne, vor jeder Tür ist eine Hexe. Am besten durchlaufen, die Hexe schnell töten, weiterlaufen ist am besten. Und dann eben am Schluss nochmal die Hexe. Ja, ein Tod der Albträume. Wenn ihr das habt, geht ihr zu Aerys Morn und holt euch euren hart verdienten Todbringer ab. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Guide-Video weiterhelfen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Es gibt noch viel zu entdecken in Shadowkeep. Gerne, wenn ihr den Raketenwerfer getestet habt, könnt ihr mir auch gerne eure Meinung in den Kommentaren reinschreiben. Also, ich wünsche euch noch sehr viel Spaß mit dem DLC. Und nicht vergessen, immer schön Gamer bleiben.